Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die modernen Waschmittel haben das Waschen immer leichter und einfacher gemacht. Leider nicht ohne negative Auswirkungen auf unsere Flüsse und Seen, die wir ja in den Ferien und in den Freizeiten so gerne als Erholungsgebiet benutzen. Selber einen Beitrag leisten für die Gesunderhaltung der Natur können Sie jetzt mit Biancomat, einem neuen phosphatfreien Vollwaschmittel von Coop. Das viele Phosphat ist ja bekanntlich mitschuldig am Überdüngen und Schädigen der Gewässer und der Verbrauch sollte darum drastisch reduziert werden. Aus diesem Grund ist das neue Biancomat von Coop entwickelt worden. Es enthält, wie gesagt, kein Phosphat und übrigens auch keine optischen Aufheller und sorgt trotzdem bei 40, 60 und 95 Grad für eine sehr saubere Wäsche. Auch das Doranda, das Sie ja schon kennen, ist komplett überarbeitet worden und enthält ebenfalls kein Phosphat mehr. Sie können also auch die Feinwäsche zeitgemäss und umweltschonend pflegen. Eine weitere Möglichkeit, die Belastung der Gewässer beim Waschen zu verringern, ist das richtige Dosieren nach Vorschrift. Voraussetzung ist allerdings, dass man die Härte vom Leitungswasser kennt, wo ja je nach Region verschieden ist. Wie hart das Wasser bei Ihnen daheim ist, können Sie mit dem Teststreifen eruieren. Sie heben dann einfach das Wasser rein und je nachdem können Sie dann feststellen, ob das Wasser weich, mittel oder hart ist. Und beziehen können Sie den Teststreifen beim Coop Konsumentendienst Postfach 2550 in Basel. Neben den leistungsstarken Eigenmarken finden Sie bei Coop auch eine grosse Auswahl an erfolgreichen Markenartikeln. Das OMO-Vollwäschmittel wirkt dank dem TAED-Plus-System schon bei tiefen Temperaturen. Volana pflegt Feinwäsche besonders schonend im Automat, wie auch von Hand. Enka entfleckt, desinfiziert und steigert die Wirkung der Waschmittel. Calgon macht Herzwasser weich und verhindert Kalkablagerungen. Und das neue Maga wäscht Buntwäsche von 40 bis 60 Grad ohne Bleichmittel besonders schonend. Und jetzt zum aktuellen Angebot aus Ihrem Coop-Warenhaus. Dort finden Sie zurzeit hochaktuelle Damen-Freizeitmode. Wie die lässige 7/8 Flauschjacke mit Rückengurt. Oder die modisch bedruckten Denim-Jeans mit Buntfalten. Und wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was Sie morgen kochen sollten, bleiben Sie doch noch ein bisschen dabei. Vielleicht gefällt Ihnen der Vorschlag aus der Studioküche. Im Herbst freut man sich wieder auf die wärmhaftere Küche. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Luzerner Speckrüebli? Für 4 Personen 700 Gramm Rüebli schälen und in Stäbli schneiden. Geräuchten Speck ebenfalls in Stäbli schneiden und den Zwiebeln hacken. Beides im heißen Öl andünsten. Die Rüebli dazugeben. Mit Bouillon ablöschen. Ein bisschen würzen. Und dann zudeckt etwa eine halbe Stunde auf kleinem Feuer weich kochen. Vor dem Anrichten reichlich gehackte Peterli drunter rühren. Und dann kann man die Luzerner Speckrüebli mit Salzherdöpfel servieren. Das Rezept für diesen lustigen Eintopf finden Sie in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext Seite 270. Ich wünsche einen guten. So, das wäre es wieder mal für heute. Wir danken, dass Sie für uns Zeit haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen an, was Sie bei Coop von morgen an wieder günstiger einkaufen können. Es sind alles Produkte, die Sie gut brauchen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop löslichen Kaffee, Muckkaffee im Nachfüllbüttel statt 7,40 für nur 6,40. Inkarom 2 Nachfüllbüttel statt 10,85 nur 8,85. Grillfertige Goldstadtboulet per Kilo statt 6,10 nur 4,90. 2 Stück Servola statt 1,80 für nur 1,25. Alle Joghurt im 180 Gramm Becher sind jetzt 10 Rappen günstiger und im 500 Gramm Becher 30 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Tiroler Cake statt 3,70 nur 2,90. Bananen per Kilo nur 1,40. Auf Wiedersehen.